Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider und wir machen hier wieder weiter. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Da war was. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. So, einmal hier durch. Sehr gut. Dafür, dass alles okay ist. Sehr gut, das war doch eigentlich recht einfach. Wie läuft's mit der Pumpe? Die Pumpe läuft nicht gut. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Ja. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintritt. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. So. Verdammt. Keine Sorge, kriege ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Oh. Das war's. Das war knapp. Du hast keine Privilegien mehr. Oh, warte. Haben wir auch eine Waffe? Wir haben nicht genügend Munition, aber wir haben gar keine Waffe. Ich muss schnell sein. Sehr gut, der Ober war schon mal weg. Wir erleiden Verluste! Mann am Boden! Jetzt Bericht über weitere Schüsse bestätigen. Hört ihr mich? Das war gut. Ja. Wir hatten noch gar keine Waffe, das hätte das eine, aber es ist auch kein Problem. Scheiße, da sind noch mehr. Gott, ist bei euch etwas explodiert? Sehr gut. Hoffentlich waren das alle. Ich hoffe es auch, weil es wäre super, wenn es nicht alle gewesen sind. Schön ein bisschen Ruhe dann und ja. Also wir können hier mit einer Waffe. Nehmen wir das Kamera hier mit. Wo müssen wir lang? Wir sind dort lang.
Ah, okay, durch die Tür. Gut. Ich auch ahnen können, dass wir durch die Tür müssen. Aber kein Problem, das kriegen wir hier schon hin, denke ich mal. Da ist sie! Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Hier. Ein bisschen Luft schnappen. Schnell hier durch. Komm. Die Tür
Tür, mach die Tür auf. Nein, nicht so. Du sollst doch hochspringen. Ah, nicht. Okay, nochmal. Nochmal das Ganze. Sorgen gemacht. Es ist schiefgegangen. Schlimmer noch. Was meinst du? Dominguez. Er hat jetzt den Dolch. Er hat ihn sich geholt. Nach allem, was mein Vater durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung. Er sagte, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. Ich bin an allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein, 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 nein! Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Nicht, wenn er die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Diese Welt dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug.
Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kubakiako absetzen. Dann los. Okay. So Leute, dann würde ich sagen, beende ich den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Part gehen wir dann durch den Dschungel und versuchen Jonah zu finden. Wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen geben. Und bis zum nächsten Mal von Shadow of the Tomb Raider. Bis zum nächsten Mal.